Was ist der seltsamste Ort, an dem du schon mal eine Katze, die feststeckte, gesehen hast? Freeway. Manchmal können wir unseren Augen kaum trauen. Im April 2015 fuhr Richard Christensen nachts die Autobahn entlang, als er etwas sah, das in einem Zaun festzustecken schien. Richard konnte zunächst nicht erkennen, um welches Tier es sich handelte, also beschloss er anzuhalten. Als er aus seinem Auto stieg, starrten ihn zwei glänzende Augen an. Was denkst du, hat er gesehen? Richard sah eine orangefarbene Katze, deren Fell blutverschmiert war und die darum kämpfte, sich aus etwas zu befreien. Es schien, als wäre sie durch einen starken Aufprall in den Zaun geschleudert worden. Richard wählte sofort den Notruf. Man sagte ihm, er solle den Tierschutzbund in Arizona anrufen. Dort teilte man ihm mit, er solle sich an die Abteilung für öffentliche Sicherheit wenden. Er erfuhr, dass in den letzten paar Stunden bereits mehrere Anrufe bezüglich einer Katze eingegangen waren. Man würde Hilfe losschicken. Aber wann? Mit jeder Minute, die verging, wurde Richard wärmer. Er wusste, dass die Katze in der Hitze schwitzen musste. Bis endlich Hilfe eintraf, konnte die Katze schon tot sein. Richard, der als Bühnenarbeiter für Kongresse, Konzerte und Theaterstücke arbeitet, versuchte, über den Zaun zu springen. Es gelang ihm aber nicht, ohne sich an den scharfen Stacheln zu verletzen. Er rannte zu seinem Auto, drehte sich zu der Katze um und sagte wie der Terminator, ich komme wieder. Richard wendete und fuhr wieder in nördliche Richtung auf die Autobahn. Er fuhr 6 Meter an der Katze vorbei. Verärgert darüber, dass keine Hilfe kam, nahm Richard die Rettung mit seinem Smartphone auf. Er ging zurück zur Katze. Sie weinte weiter, löste aber ihren Griff und sah ihren Retter an. Richard konnte den Schmerz in ihren Augen sehen. Die Katze schrie um Hilfe. Richard wusste, dass jemand etwas tun musste. Der arme kleine Kerl schien erleichtert, ihn zu sehen. Es fiel Richard nicht schwer, sein geliebtes T-Shirt eines Rappers zu opfern. Er wickelte die Katze darin ein. Ohne sich zu wehren, entspannte sie sich und fing an zu schnurren. Richard beschloss, die Katze Freeway zu taufen. Obwohl Freeway jetzt außer Gefahr war, war er noch nicht über den Berg. Richard befürchtete immer noch, er könnte sterben, bevor Hilfe eintraf. Er nahm die Autobahn und fuhr zum Tierheim des Tierschutzbundes von Arizona. Die Mitarbeiter dort brachten das Katerchen sofort in die Chirurgie. Man stellte fest, dass Freeway etwa 2 Jahre alt und eine American Curl-Rassekatze war. Er hatte außerdem kaputte Zähne, abgestorbenes Mundgewebe und Verbrennungen an den Pfoten. Die Mitarbeiter glaubten, dass er sich die Verbrennungen zugezogen haben könnte, als er möglicherweise in einem Automotor gefangen war. Freeways Zustand stabilisierte sich schließlich. Man gab ihm Schmerzmittel und Antibiotika. Es machte Richard traurig, dass der Kater mehr als 6 Stunden im Zaun gefangen war, bevor ihm jemand half. Seine Wut führte dazu, das Video auf Facebook zu teilen. Die Leute waren entsetzt über den Zustand, in dem sich Freeway befunden hatte. Der Tierschutzbund von Arizona und eine Katzenpflegerin betreuten das verletzte Tier. 30 Tage, 2 Operationen und mehr als 1.000 US-Dollar an Arztkosten später wohnt Freeway, die Wunderkatze, nun für immer bei ihrem Retter. Richard hat 4 weitere Katzen und schämt sich nicht zu zeigen, wie sehr er sich um diese Tiere kümmert. Richard hatte die Gelegenheit, einem pelzigen kleinen Freund in Not zu helfen und das tat er. Er meint, jeder sollte auf den anderen achten, egal ob mit Haut, Fell, ungefiedert oder mit Schuppen. Er glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Er hätte sich einfach anders entscheiden können, tat es aber nicht. Ein paar Sekunden Fürsorge können ein Leben verändern. Richard möchte, dass sich die Menschen engagieren und sich ihrer Umgebung bewusst werden. Sollte dir etwas Außergewöhnliches im Leben passieren, frag dich, wirst du wegsehen oder wirst du ein Held sein? Xerxes. Ein Mann aus Colorado befand sich vor einem Reifengeschäft in Commerce City, einem Vorort etwa 15 Minuten von Denver entfernt. Trotz der eiskalten Nacht im Oktober 2020 hörte er seltsame Geräusche und spürte eine Gefahr.
Dies hielt ihn nicht davon ab, sich die beängstigende Situation näher anzusehen. Die Straßen waren leer. Immerhin waren es draußen minus 7 Grad und aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie waren kaum Leute unterwegs. Der Mann wusste, dass niemand sonst etwas tun würde, wenn er dem Geräusch nicht folgen würde, und sein Tatendrang wuchs, als er realisierte, was den Lärm verursachte. Er folgte dem Geschrei eines Tieres, bis er einen geparkten Sattelschlepper erreichte und suchte den Lastwagen ab, aber vergeblich. Er fing an zu glauben, dass fröhliche Kinder ihm einen Streich spielten, bis er einen der Reifen des Lastwagens überprüfte. Sein anfänglicher Verdacht bestätigte sich. Weißt du, was er gefunden hat? In einem der Reifen steckte ein Kätzchen fest. Er dachte schon, dass er einem Miauen folgte, hatte aber nicht damit gerechnet, etwas derart Schlimmes zu sehen. Da es draußen so kalt war, war das Kätzchen am Metall festgefroren. Die Zeit wurde knapp. Selbst unter normalen Umständen überlebt ein Kätzchen ohne Mutter nicht lang. Die eisigen Temperaturen und die Einsamkeit verschlimmerten die Situation. Er wollte die Katze retten und nach Hause bringen. Anstatt Hilfe zu rufen, half der Mann dem Kätzchen selbst. Er holte warmes Wasser, um das Eis aufzutauen, jedoch ohne dabei das gefangene Kätzchen zu verbrennen. Es würde heikel werden. Er hatte so etwas noch nie zuvor gemacht. Könnte er das Kätzchen in Sicherheit bringen und sicherstellen, dass es nicht davonläuft? Der Mann begann vorsichtig und so schnell er konnte das Kätzchen aufzuwärmen. Vorsichtig trug er warmes Wasser auf die Pfoten und den Schwanz des Kätzchens auf, während er es mit einem Handtuch abtrocknete. Beide zitterten vor Kälte, aber er versuchte Ruhe zu bewahren. Er taute das festgefrorene Kätzchen fast eine halbe Stunde lang auf und trocknete es weiter ab, bis er es befreien konnte. Er wickelte es sofort in eine Decke und brachte es zu einem örtlichen Tierheim. Das Leben des Kätzchens war noch immer in Gefahr und es schien unterkühlt zu sein. Der Mann war sich nicht sicher, wie lange das Kätzchen bei den eisigen Temperaturen im Reifen festgesteckt hatte. Der Mann tat sein Bestes, um es warm zu halten, als er durch das verschneite Colorado fuhr. Er wusste genau, wohin. Er brachte es in ein Tierheim in Denver namens Liga der stummen Freunde. Die Helfer dort schützen Tiere und sammeln Spendengelder, um lebensrettende Operationen durchzuführen. Er war sich sicher, dass man dort das Kätzchen retten und wieder gesund pflegen konnte. Dort angekommen, zitterte das Kätzchen vor Kälte und Angst. Die Tierpfleger kümmerten sich so vorsichtig wie möglich. Es würde ein schwieriges Unterfangen werden, die Katze wieder gesund zu bekommen. Schließlich beruhigte sich das Kätzchen. Eine vollständige Untersuchung ergab, dass das größte Problem die Erfrierungen an den Pfoten waren. Dank des Mannes, der das Kätzchen nicht nur gerettet, sondern gerade noch rechtzeitig zu ihnen gebracht hat, konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Kätzchen war nun auf dem Weg der Besserung. Man stellte fest, dass es ungefähr 5 Wochen alt war und aufgrund seines Zustands in der Obhut des Tierheimes bleiben musste. Man fand auch heraus, dass die Katze männlich war, nicht weiblich. Sie benannten ihn nach einem persischen König, Xerxes. Sie dachten, der Name klänge respektabel. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Kätzchen, nachdem es am Reifen eines Sattelschleppers festgefroren war, das verdient hatte. Während es einige gibt, die sich die Zeit nehmen können, ein neugeborenes Kätzchen rund um die Uhr zu betreuen, so war das Leben 2020 in Colorado ein wenig chaotisch. Die Pflege eines 5 Wochen alten Kätzchens war nicht einfach. Mit der Zeit erholte es sich aber vollständig von den Erfrierungen. Xerxes wurde rund um die Uhr betreut, bis er 8 Wochen alt war. Da wussten die Tierärzte, dass er nun stark genug war, um ein Zuhause auf Lebenszeit zu finden. Das im Allgemeinen ist schon ein schwieriges Unterfangen. Die Pandemie erschwerte es noch. Die Liga der stummen Freunde hatte jedoch den perfekten Kandidaten im Sinn. Bald befand sich Xerxes wieder in den Armen seines Retters. Der Mann war in Kontakt mit dem Tierheim geblieben, während Xerxes sich erholte, und nahm die Katze bei sich auf. Xerxes verdankt ihm sein Leben. Obwohl der Mann seinen Namen nicht nennen wollte, als Reporter ihn ausfindig machten, war er einfach froh, dass das Kätzchen wieder gesund geworden war. Manchmal stecken unsere pelzigen Freunde an den abenteuerlichsten Orten fest. Zum Glück wurden die 2 Katzen in diesen beiden Geschichten nicht verletzt und beide erholten sich fantastisch.
Was ist der seltsamste Ort, an dem du schon mal eine Katze, die feststeckte, gesehen hast? Schreib es uns gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.